Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Ich bringe heute dem Sternzeichen Löwe seine Vorschau für sein neues Lebensjahr. So hört, am 23. Juli bis zum 23. August herrscht das Tierkreiszeichen Löwe. Was bringt dem Löwegeborenen das neue Lebensjahr? Der Löwe gehört zu den Feuerzeichen. Sie sind mutige Menschen und haben keine Selbstzweifel. Für schwächere Menschen setzt er sich ein oder nimmt sie gern in seine Obhut. So ist Harmonie für den Löwen sehr wichtig. Aber sie sind auch sehr empfindlich und leicht in ihrem Stolz verletzt. Weil sie extrovertiert sind, streben sie immer nach dem Besten und nach dem Erfolg. Was bedeutet es also für den Löwen und was bringt ihm das neue Lebensjahr? Das Sonnenjahr 2017 ist für den Löwen ein gutes Jahr und bringt ihm den Durchbruch. Er lässt die Vergangenheit hinter sich und geht mit großen Schritten einer besseren Zukunft entgegen. Sein Glücksbringer ist Jupiter und der steht für den Löwen im ganzen Jahr an seiner Seite. Doch Achtung, die Sonnenfinsternis im August bringt eine große Veränderung. Solltest du planen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder dein Wirkungsfeld vielleicht im Ausland zu wechseln, dann ist dieses Jahr dazu am besten geeignet. Auch größere Reisen stehen unter einem guten Stern. Absolut. Dieses Jahr kann für dich zum absoluten Powerjahr werden. Es ist einfach fantastisch. Im letzten Drittel des Jahres solltest du allerdings aufpassen und dein Glück nicht zu stark strapazieren. Das würde dir dann nicht so gut bekommen. Und ich rate dir, nicht Dinge zu tun, was du vielleicht später bereust. Nun wünsche ich allen im Sternzeichen des Löwengeborenen, plane und manage mit Bedacht dein neues Lebensjahr. Denn du hast Jupiter an deiner Seite. Dann wird es dein Glücksjahr werden. Und dafür alles Gute. Herzlichst eure Derja.